erzählst du denn dann jetzt? Wo kann man dir zuhören? Also zum Beispiel hier in Krefeld bin ich mindestens einmal im Monat in der Fakultäda. Sonntags für Familien und innerhalb der Woche vormittags für Kindergärten und Schulen. Und genau jetzt kommt der Werbeblock. Am 28. September gibt es unser ganz neues Stück von Hasen und Löwen mit meiner Kollegin, die auch gleich hier zu hören ist. Afrikanische Märchen mit Trompete. Achso, habe ich gesagt, 28. September, 15 Uhr, Fabrik Feder. Das war die Information, die noch fehlt. Aber du erzählst ja nicht nur die afrikanischen Märchen mit musikalischer oder mit instrumentaler Begleitung, sondern du hast ja auch so ein paar andere, wo du dann mit sehr vielen Requisiten arbeitest und Instrumente da hast und Geräusche machst und solche Geschichten. Lernt man das auch auf der Schule oder hast du dir das dann zusätzlich noch selber ausgedacht? Das ist meine Spezialität auch natürlich, nicht meins, das mit Musik zu begleiten. Nein, ich war ja früher auch Musiklehrerin oder bin das zum Teil ja heute noch. Und deswegen ist irgendwie schon klar, dass für mich irgendwie so die Musik eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe ziemlich viele Musikinstrumente, die ich alle dann selber spiele. Zum Beispiel Psalter oder Melaya, Kalimba und so verschiedene interessante, spannende. Also Melaya kennt vielleicht der ein oder andere noch, die anderen beiden habe ich offen gesagt noch nie gehört. Was ja. Ja, einfach mal vorbeikommen und gucken. Ja. Und kann man sich bei dir auch Märchen wünschen und du kommst dann zu einem nach Hause und erzählst einem was? Machst du das auch? Ja, ich komme zu Kindergeburtstagen nach Hause. Ja. Zum Teil, wenn die Kinder mich schon kennen und Märchen gehört haben von mir, dann sagen die, oh, ich will unbedingt das eine Märchen machen. Dann erzähle ich das natürlich. Aber ich kann nicht jedes Märchen sein. Muss man ja auch. Ja, ein bisschen viel verlangt auch. Wenn du so gebucht wirst, sage ich jetzt mal, gibst du dann so einen Katalog vor und sagst hier, das und das kann ich anbieten und nehmt eins davon? Oder gibt es dann auch noch Dinge, wo dann der Buchende sagt, ich will aber das und das und jetzt schafft ihr das auf, damit du das dann singen kannst? Nö, das geht ganz gut. Nein, ich mache es am liebsten so, dass ich vor Ort entscheide, welches Märchen für die Kinder am besten ist. Das entscheidest du an welchen Kriterien? Gefühlsmäßig, stimmungsmäßig. Mhm. Manche Kinder, die brauchen nur was zum Zuhören, Relaxen, manche wollen was mitspielen. Und wenn ich vorher das Programm schon festgelegt habe, kann ich nicht auf die Kinder eingehen. Das Beste ist, wenn ich völlig frei bin, das sage ich auch immer, bevor ich gebucht werde, bitte gib mir die Freiheit, frei zu entscheiden, was ich gleich erzähle. Das ist immer das Beste. Und das entscheidest du wirklich dann auf der Bühne oder auf der Bühne? Ja. Also nicht Blick ins Publikum und ach ja, das könnte so und so funktionieren, sondern gehst raus und weißt noch nicht, was passiert. Also okay, wenn ich feste Programme habe, die stehen in der Zeit und das erzähle ich, dann mache ich das auch so. Aber wenn ich jetzt zum Kindergeburtstag gehe oder in den Kindergarten oder in die Schule, dann entscheide ich wirklich in dem Moment, so jetzt erzähle ich das. Manchmal, es war einmal und dann entscheide ich mich um. Und dann entscheidest du dich um in es wird einmal sein. Oder? Die nervigste Frage ist für mich, was erzählen Sie gleich? Möchtest du uns denn was erzählen? Wenn ihr das wollt, gerne. Möchtest du uns was erzählen? Möchtet ihr was erzählen? Übrigens hatten sehr viele Männer, die dann sehr gut aussehen. Ja, dann. Was kurz ist oder was lang ist? Oder was? Wie lange geht denn lang? Also, wenn du jetzt sagst, also ich habe meinen Kindern ganz früher, als sie noch sehr klein waren, ganz, ganz kurze Gute-Nacht-Geschichten erzählt, das wollten die nicht hören. Und das war dann so: geht eine Maus ins Haus. Aus. Das wollten die nicht. Also da ein bisschen länger dürfte es schon sein. Maximum? 5 Minuten? 7 Minuten? So? Schaffst du das? Ja, dann nehme ich was ganz
dann nehme ich was Kurzes. Ja. Erzählst du es vom Tisch aus oder willst du dich dabei bewegen? Ich muss das Wesentliche weglassen. Ja, fällt am besten, dass sich alle sehen, sonst kann ja die schönen Männer nicht sehen. Ne? Ja, das stimmt. Weil die Hüften leider nicht mehr sehen können, das ist immer. Ich habe auch keine Chance. So. Oh. Dann erzähle ich ein afrikanisches Märchen. Und da gibt es ganz viele Geschichten von den Hasen. Und die Hasen sind immer diejenigen, die nämlich gerne die anderen Tiere reinlegen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Hase nicht oft zu einer Party eingeladen wird, denn alle haben Angst, dass der Hase wieder die anderen reinlegen würde. Aber diesmal hatte der Hase Glück. Ha! Er war doch zu einer Party eingeladen. Ja, wirklich! Der Hase war glücklich. Endlich durfte er mal wieder zu einer Party gehen. Es gab ein wunderschönes Lagerfeuer und alle Tiere saßen um das Lagerfeuer herum. Und da war auch ein Hund. Und ihr müsst wissen, und die Hunde, die hatten früher noch Schuhe. Da wuchs nämlich das Fell über die Füße hinweg. Und der Hase hatte keine Schuhe. Und schaut immer zum Hund. Mann, hat der schöne Schuhe. Ich muss da hingucken. Seine Schuhe wieder haben möchte.